Moin. Guckt mal, Leute, was ich rausgefunden habe. Wir halten den Bogen und laufen damit hin. Dann brennt er. Das muss man immer wissen. Habe ich jetzt nicht so geschickt. Ich habe versucht durchzuschießen, aber okay, machen wir so. Oh. Dann geht das ja auch hier, ne? Jo. Okay. Super Ding. Das ist auch neu. Ja, hätte ich. Ich habe ja gelesen, aber Englischkenntnisse waren nicht so und ich habe es auch nicht so verstanden. Wie. Ah! Heilt mich. Bin ein bisschen rumgelaufen. Und habe versucht, rauszufinden. So, wir haben jetzt einen Silberschlüssel. Ich hoffe, damit können wir hier hinten irgendwas machen. Habe ich eigentlich gesagt, hallo und willkommen zur neuen Folge Let's Play Minecraft Zelda Adventure Web? Nein, das habe ich nicht gesagt. Und wieso? Ich muss doch dahin. Oh. Ja, ne? Hallo und willkommen zurück. Ja, da. Silver Key. Keine Gegner hier? Jetzt kommen die Creeper entgegen, ne? Safe. Hallo. Damage. Der Damage war böse. Very, very boss. Was hat der Raum jetzt nochmal gebracht? Ich habe einen Hebel umgelegt. Oh Gott. Ich bin so tot. Ja, bekämpft euch gegenseitig. I'm still alive. Wenn ich wüsste, was der Hebel jetzt verursacht hat. Kommt man da echt nicht dran? Doch, man kommt da dran. 15 Pfeile, ja, okay, nehme ich mit. Hat dieser Hebel vielleicht diese Tür geöffnet? Irgendeine dieser Holztüren. Ja. It's open.
Einer noch. Ah. Okay, okay. Dann können wir jetzt hier auch weiter. Weil die haben den Wüstentempel ja schon sehr weit ausgebaut, man sagen. Nichts weiter versteckt. Drei Stück. So, müsste jetzt offen sein? Jawohl. Boski! Boski de Voy, Bliet. Auf geht's zum Boss. Tatsächlich bin ich immer auf den Boss sehr gespannt, weil ich erwarte immer kreative Bosskämpfer, die dann sind auch schon kreativer geworden. Also die Map ist generell cool, aber ne, ist besonders cool. Ich nehme mal nochmal einen Schluck von meinem Fuse-Tee. Geil. Putz-Tee. So, Boski. Boss-Time. Oh, noch nicht ganz. Ich erwarte irgendwie einen ganz, so einen großen Skorpion. Ich muss wahrscheinlich brennenden Pfeilen arbeiten. Okay. Spannende Musik. Bin gespannt auf den Boss. Ein Geist. Nutzt der Maus. Stipp!
So, ein paar Pfeile noch einsammeln. Das lief gut. Okay, der Geist ist also geblieben. Naja. Sind wir draußen? Ich will mal zuerst hier lang laufen. Hallo? Hello, friend. Was eine Geldverschwendung. Was eine Zeitverschwendung. Geht's nirgendwo lang? Genau, und hier geht's jetzt zurück. So, jetzt haben wir den Bogen. Hier gibt's auch noch so ein paar Augen. Genau, hier konnte man irgendwo rein und da war doch auch dieses Auge. Genau hier. Ah, erinnert ihr euch noch an dieses Item, diesen Pfeil mit den Bomben? Die brauchen wir hier. Naja, gut. Das jetzt. What's happening? The ground is there. Was ist passiert? Erdbeben.
Steht da. Ich kann das nicht lesen. Was eine Pfeilverschwendung. Nur was hat dieses Erdbeben zu bedeuten gehabt? Okay, Holztor. Holzer. Jawohl. Jetzt kommt gleich der Mist mit diesen, Holzstämmen. Man durchlaufen kann, immer hin und her geportet wird. Glaube ich. Das muss ich erstmal suchen. Wo war das? Ach ja, hier geradeaus von der links, ne? Genau, gefunden. Hab ich mir doch gemerkt. Eule.
Ja, irgendwas mit der Anzahl der Deck Colors. Ein rotes, drei braune. Vier Stück also. Hier sind zwei rote und vier. Okay, hier sind drei rote, aber das ist hier falsch. Die gehen jetzt mal komischerweise hier lang. Und das verstehe ich nicht, aber es ist richtig. Das kann nicht richtig sein, obwohl da viel rot ist. Eigentlich müsste ich da lang gehen. Wir gehen jetzt einfach hier lang. Will das Pixel-Ding haben? Will dahin. Das grinst mich an, wisst ihr? Hallo. You are able to see me. Finally, someone who can see me. Good day, Green Sir. I'm Seria. I'm waiting for a friend who I gifted my ocarina. Ja, gib mir her. Was hast du denn gesagt? Said that he will return to practice hung with the boss. It seems like he won't be coming. Okay, also komm mit der Ocarina zu dir zurück. In the future. Ja, diese Fähigkeit schalten wir jetzt gleich frei. Hey, ihr bösen Wölfe. Im ersten Dungeon, da war auch so ein Auge, wisst ihr noch? Ja, ich weiß, dass hier so ein Tempel ist, aber ich würde gerne mal wissen, wo ich denn noch zwei Augen übersehen habe.
Da. Ah, von Herzcontainer. Okay. Das mein Herz gar nicht erweitert. So. Zeit für den besten Dungeon. Mit neuen Design. I'm ready! Obwohl, I'm ready in der nächsten Folge, ja? Gehabt euch wohl, wir sehen uns nächsten Folge wieder. Ade, euer Niki.